als wir dann den Tempel abräumen, im Ausland, im Rhein, der Tempel hat schon jemand für uns vorabgeräumt, das heisst, die drei Strukturen liegen schon am Boden. Ob sie so noch ihre Wirkung entfalten, die Papé locken, halten oder vielleicht wieder zurückholen können, wo immer es im Moment ist, wissen wir natürlich nicht. Aber vielleicht merken wir das, wenn wir da oben sind. Meinst du nicht, es könnte eben das Zeichen sein, dass Pipopé zurück auf Lemusa ist? Dass sie wieder dort ist, wo sie hergehört? Dass sie das gar nicht braucht da oben? Das wäre natürlich gewissermaßen der Idealfall. Andererseits ist es aber so, dass Pipopé ja eine Gottheit ist. Das heisst, die verschwindet nicht einfach von einem Ort, wo man an einem anderen wieder aufzutauchen, sondern sie ist dann immer ein bisschen überall. Also wenn Pipopé auch wieder den Weg zurückfindet auf Lemusa, heisst das nicht, dass sie hier ganz weg wäre. Und ich habe den Verdacht, dass sie, wenn wir hier so ein riesiges Brimborium veranstaltet haben, um sie und ihre Aufmerksamkeit zu erwecken, dass sie wahrscheinlich alle Zeiten, zumindest so lange wie es Neusland gibt, hier wird präsent sein auf die eine oder andere Art im Wald. Oder immer bald. Aber habe ich da falsch verstanden? Bei einer Öffnungszeremonie hat man sie müssen locken, weil sie eben nur noch dort oben war. Da war sie ja nicht mehr überall gewesen, oder? Scheinbar. Man könnte sagen, man könnte sagen, sie hat einfach hier geschmolzen. Sie hat gewissermaßen eine Art. Es ist so in Äußeres und Inneres und Selbstgewählt und ein typisch göttliches, wahrscheinlich Exil gegangen. Und wenn wir das können auflösen können, und sie wieder haben können zu einer wirkungsmächtigen, auch auf Lemusa wirkungsmächtigen Aktivität oder wirklich nach Gottheit machen, dann ist uns das auch. Das ist auch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt für die Kultur von Neusland, wo wir hier gewissermaßen jetzt zeugen werden. Der Aufbau ist noch ohne das Rad passiert. Der Abbau passiert jetzt doch bereits in der großen Art.